Wasserstromhose. Nur ja, ich glaube, du bist in dem Haus, wo ich gerade hin wollte. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von DZ. Fong. Oh, Nagelkiste. Und freust dich schon morgen auf Silvester. Wie sehr freuen sich auf Silvester? Oh. Naja, die Knaller sind auch schon weg. Ich weiß nicht, was ich morgen machen soll. So, drehst du schon mal Jazzin, drehst du schon mal Jazzin und 25 schon mal Jazzin. Margarine meinte ich. Margarine. Weiter singe ich das nicht. Okay. Ah, ich muss hier auspacken. Ist ein schwarzer fetter Rucksack. So, jetzt allererst mal, dass ich Munition ausgepackt habe. Und wo ist die jetzt? Achso, in der Hand. Tatsächlich 25, da kann man die eigentlich immer alle auspacken. Ich habe auch noch mal ein bisschen Munition für dich. Ergänzungstasche. Hier liegt noch eine schwarzer Feldrucksack. Nee. Oh. Ja, da bin ich gerade. Kann denn eine Weste angebracht werden, um ihre Tragkapazität zu erhöhen? Ja, genau, das habe ich ja versucht. Ja, ich auch. Ja, das ist ja dann für diese anderen Westen. Was? Und das hat schon... Und die eine Weste könnte zwei davon mitnehmen. Das bedeutet zweimal 30 Platz. Die normale Feldweste, die wir haben, hat nur 30 Platz. Ach so, dafür sind die Runden, wa? Diese Runden? Ja. WTF, da können die ja viel... Mal probiert mit denen. Da können die anderen ja richtig viel mitnehmen. Wenn du davon zwei ranmachen kannst, kannst du 60 mitnehmen nochmal extra. Ja, richtig krass. Ja gut, aber bringt ja auch nichts für ein Gewicht. WTF trotzdem. Warst du in der anderen Häuserei hier auch schon komplett drin? Ja doch, hier warst du ja gleich zuerst. Da warst du ja, denke ich mal. Ja genau, und hier warst du. Muss ich doch nochmal die Plattenweste suchen, ey. Aber es hat nicht funktioniert, ich hab's ja versucht aufzuziehen. In einer fetten schwarzen Rucksackkasten drin? Das war der. Ich war im falschen Haus, dann warst du in dem richtigen Haus. Da war doch noch alles zu. Dann packe ich noch ein bisschen was in den hier rein. Ah, das haben wir schon drei. Boah. Ah, kann ich nichts drin packen, wenn der voll ist. Okay. Hey, wieder Rinder. Boah, wird richtig hart geknallt, ey. Dünsch, dünsch, dünsch. Wow. So Nägel? Also Nägel habe ich jetzt tatsächlich. Kleine Tasche konnte ich jetzt nicht mitnehmen, aber ist egal, ich schmeiß ich weg. Ja. Was hast du jetzt noch alles im Auto drin? Ergänzungstasche. Das wäre echt interessant. Das wäre echt geil. So, ey, kommen wir rein? Nochmal 30 Platz mehr. Ja! Deswegen. Ja, können wir noch wieder laufen, deswegen. Ja. Ja, ich gehe in Ego sich. Ja, mache ich auch immer. Normalerweise müssen wir jetzt ungefähr nach rechts, um zu meinem Zelt zu kommen. Ja. Warte mal. Wir sind ja schon bei 12.000, dann müssen wir noch mal auf 5.000 kommen. Ah, wo ist hier der Ausgang? Ich fahre mal vorwärts da. Erstmal. Ja. Ja, damals bin ich auch mit Dennis quer jetzt rechts hoch durch den Wald gelaufen, zumindest. Ich wollte gerade sagen, laufen? Ja. Ja, ich warum sind die Zombies jetzt hier gespawnt? Scheiße. Alter! Oh Gott. Ich muss schon mal sagen, wenn du anhältst. Okay, haben wir es überfahren, oder? Ja, ich hatte zwar ein bisschen Angst, dass ein bisschen mehr passiert, aber okay. Ich hatte jetzt... Ja, gut. Scheinbar ist das egal im Auto, wa? Ich wollte... Hä?
Ich wollte. So, die Motoranzeige ist noch nicht irgendwie farbig. Gar nichts, gar nichts. Es leuchtet gar nichts. Ich weiß ja nicht, was noch leuchten kann. Da rechts geht's raus. Mhm. Achso, musst du aussteigen. Also ich schnell. Warum war ich? Wie dort, geil. Halt, 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 halt. Jetzt. Ja, ich, natürlich mag dich. Natürlich nasch ich. Mann, ey. Ja, oh, aber durch. Oh, nee, nee, mit der Tür, wie in der Tür. Nein, Alter. Jetzt reicht das, irgendwo ist dann auch mal Ende. Alter. Machst du mal das Tor wieder zu? Könnt offen bleiben, das Ziel. Aber wir haben eine Motorhaube. Ich bin zurückgespawnt. Gebackt, ich hoffe, da war kein nix. Warum geht er mit Lüftungsschlitz? Hallo? Brauchen wir keinen Kühler, ey. Ey, geht's auch nirgendwo nach rechts, ey. Nee. Was scheiße ist das? Ja, mit Auto kennen wir halt die Strecken nicht. Ja, haben auch keine Map. Wir wissen eine Minimap da, wer weiß, aber ne, ist es überhaupt nichts da. Nee. Ja, das Ding muss auch ein Navi haben, ey, das ist so das modernste Fahrzeug hier im Spiel. Ist auch so. An sich ist das das modernste, und weil es das einzige ist. Also wie in der Tür links und rechts, ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, die drin dran zu lassen, weil es nervt. Ich weiß nicht, ob es irgendwas stabilitätsmäßig besser wirklich ist. Oh Gott, da kommt doch gar nicht raus. Steig du mal aus, kletter du da mal hoch, ja. Guck mal da rein. Ja. Kannst du mal auch Dicke aufmachen? Alter, oh, so, kannst. Ja, ich versuche hier durchzukommen. Mach die Tür wieder zu und dann versuche ich hier durchzukommen. Da liegen Steinchen auf dem Boden, ich weiß nicht. Also eigentlich. Was sagst du? Ja, Universaltaschen. Kann man die auch auf der AK machen? Nee. Okay, ich versuche es nicht, weil ich komme jetzt schon nicht mehr weg. BTF ist das blödsinnig. Oh Gott. Rechten Weg. Ja, ich fahre so schnell wie ich kann. Das vielleicht, weil wirklich Motoröl fehlt. Vielleicht kann man fahren, aber nicht gut. Das kann natürlich sein. Wenn er nicht kaputt geht, kann auch nicht so schlecht fahren. Habe ich hinten mal ein Loch in der Ding? Ja, hier. Könnte ruhig irgendwo mal eine Stütze fehlen. Hey, ich bin da schon, ich bin da schon. Ich brauche jetzt noch den Zaun. Ja, ja, ich bin gleich da. Aber hier geht's ja die ganze Zeit nach rechts. Vielleicht, da, vielleicht wären wir da irgendwo rausgekommen. Mann. Also hier hinten bei mir ist auch ein Zaun ohne Bad links und rechts. Ja, hier auch, aber. Also komm einfach die Strecke hier lang. Einmal rechts durch da. War am besten wieder zurück auf den Feldweg. Vorsehenshalber. Kann ich hier so ein bisschen rumgucken. Ja, auch mal diese Piloten. Ja, nicht hängen, ey. Wie die Spiegel oder so haben auch, sind auch noch. So, ich bin zurück. Oh, Gott sei Dank. Daddy ist zurück. Daddy ist back. Halt die Schnauze.
virtuelles Hup-Hup. Gott sei Dank gibt's keine Hunde. Da bin ich echt dankbar dafür. Da bist du. Läufst du dann weiter oder willst du mit einsteigen? Ich laufe noch ein Stückchen weiter. So, wo da hinten ein Ausgang kommt. Ich bin ja gleich schnell wieder. Ich hole dich sogar noch ein. Der ist nicht mehr. Hä? Ich fahr 20, wie schnell läufst du denn? Weiß ich. Ja. Leute, Leute. Ich werde mit dir normalerweise können wir so mit dem Fahrzeug rumpeitschen. Das wird gar nicht so dolle springen, wie ich denke. Oh nein, hier ist der umgestürzte Baum. Oh nein. Ja, Rückwärtsgang und wieder zurück. Scheiße. Wir haben ein Auto und können es trotzdem nicht benutzen. Ist das nicht wunderschön? Mega geil. Ja, komm, normalerweise, komm, es ist ein Geländewagen. Ich fahre jetzt hier mal die Schräge ganz vorsichtig hoch. Es, ja gut, der kommt ja da nicht hoch. Ja, ich kann wieder zurückfahren. Kommt wurde vielleicht schon irgendwie schräg drin und so, aber... Ich habe darum nirgendwo gegen zu eiern. Ja. Willst du dann steig mal bitte mit ein? Ich habe keine Ahnung. Kannst du nicht unterbauen durch? Nee, das habe ich gehofft, darum bin ich weitergefahren. Hast du probiert da ein bisschen den Hang hoch? Ich bin vorhin nicht mal rückwärts gekommen bei einer kleinen Steigung, nicht mal da. Ja, lass euch Zeit, die Tür zu machen. Heizung ist ja noch nicht an, alles gut. Von dem Panzer müssen wir dann durchfahren, ganz langsam. Pack dir mal Munition ins Auto. Kannst du das während der Fahrt, ja? Kannst du da hinten auf den Kofferraum zugreifen? Ja, wow. Was ist... Ja, Bitch. Wenn du denkst oder sagst, wir fahren zu schnell oder dass du den Anschein hast, dann sagst du das ruhig, ne? Weil ich finde das jetzt noch nicht schnell. Ah, Rollercoaster. Wow, Nico. Bam, 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 bum. Besser wie Rollercoaster. Ja, die Bad. Okay, hier fahre ich jetzt mal vorsichtiger. Jetzt fahren wir auch schon auf Gelände, ey. Jetzt direkt hin, ja. So, hier will ich durch wieder. Dann den nächsten Zaun so gesehen wieder durch. Und dann müssen wir eigentlich hier raus sein. Alter! Der nicht zurücklenkt. Gib Gas. Gib Gas. Fahr doch! Junge! Oh. So. Jetzt müssen wir hier den Zaun durch. Den nächsten. Das hat vorhin nicht geklappt. Nee, ich hab hier einen Zaun gefunden, wo links und rechts, hier genau. Der hat links und rechts keine Drähte. Ich trau mich nicht bei dem anderen, ehrlich gesagt. Oh Gott, ey. Ich
keine Sorge. Das Schlimmste ist, dass das Auto kaputt geht und wir nichts davon mitnehmen können, was drin ist. Die Spiegel machen mir Angst. Ich hoffe, die sind durchsichtig. Ja! Die müssen trotzdem nach rechts. Oh, also hinter uns. Ich hänge nicht ernsthaft im Baum. Nein. Nee, du musst ja auch Rückwärtsgang machen. Kann ich schon mal vorlaufen? Ja. Alter, bremst! Jetzt bremst und jetzt Vollgas! Oh Gott, ey. Jetzt schon mal außer. Ja, eigentlich schon, ne? Gleich im vierten. So, dass er gar nicht erst so schnell losfahren kann. Na gut, dass er schnell losfahren kann. Und so, dann können wir genau am Zaunrand vorbeifahren, oder nicht? Das wollte ich. Gleich eine Straße. Das ist genau. Weg. Ja. Sag mal, falls du ein Ding siehst. Ja. Alter. Pass auf, rechts. Dass man so vorsichtig fahren muss, ey. Ja, ich weiß es nicht. Kann... Ja, von letztem Mal ist so leicht gegen so ein Ding gekommen und wir sind nur angefahren. Ja. Und jetzt hacken Gas! Vollspeed! Nee. Bringt ja nichts! Bringt ja nichts, dann ist es wieder kaputt! Damit oh Gott! Im Heidepark! So 12.000 sind wir und das andere war? 5.000. Gut, dann müssen wir hier rum. Das ist echt schon 12.000, wow. Alter. Ist alles noch makellos? Oder kannst du in den Motorhaube nicht reingucken? So? Ja, das. Echt? Geil. Auch die Reifen, ja? Makellos. So. Ja. Gut. Makellos durch den Park. Ja. Steht mitten auf dem Feldweg hier ein Baumstampf, Alter. Ich schlag die Macher des Spiels dann kaputt. Jetzt wohnen 20 Zombies vor uns, ey. Ja, das geht ja, wie es ausschaut. Ja. Wer weiß wie lange. Da ist schon einer. Oh, das hat sich gerade sehr 7.1 mäßig angehört. Boah, er bleibt sogar gut hinter. Rechts oder? Sozusagen geradeaus, ne? Also hier. Der Zombie kommt näher. Ich glaube, da hinten ist es sogar schon. Jetzt geradezu können wir auch durchfahren, da ist kein Zaun. Ja. Ey, immer wenn ich schalte, geht er runter richtig dolle von der KMH. Vielleicht spawnt so ein Heulbein vor uns. Ja, irgendwas passiert sowieso. So, jetzt gegen den Zaun. Ah ja, vor uns wieder geradeaus. Passt ja. Wow. Gespawnt. Und wieder runterschalten. Das ist dann, glaube ich, gleich nach links, weil wir sind ja nur bei 11.900. Das muss 12.700 sein. Und 5.000. Dann fahre ich jetzt links. Ja, können wir hier links runter, gut ist. Das auch sein. Ich glaube, hier bin ich auch schon mit Dennis hochgelaufen, um zu der Farm, als wir da unten in der Stadt waren. Als ihr das Auto kaputt gefahren habt. Ja. Nee, das war noch später. Achso. Das Auto, das hatten wir oben von der Burg geholt. Von der Burg? Echt? Mhm, das kommt auch rein, so.
Bahnübergang. Vorsicht, Zug. Jetzt High Speed. Naja, überspringen. Oh, komm ich. Oh, oh, oh. Ja, also, das wär's ja, wenn du das nicht. Für ein Mädchen, ein Mann. Es geht eigentlich, also das Autofahren ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Du musst dann gleich nach links, da hinten ist es schon. Ja, ich sehe es. Wow, genau wie die Straße, wie ich mit Dennis auch runterlaufen. Oh, hier sind die ganzen Zombies. Ja. Ich hoffe, die hören das Auto nicht. Sehen da, wo die Zelte sind. Ja, ich habe schon gesehen, wo es ist. Ja, nee, ich meine, da wo die Zelte sind, da sind ja jetzt auch noch als Zombies. Vielleicht besser, wenn du mich mal jetzt vielleicht schon rauslässt hier vorne. Ja. Du darfst. Ich geh lieber hinten rum. Selbstverständlich. ich dachte, du beschützt mich. Ja, ich lock die Zombies jetzt hier rum. Mach das, ich dachte, du machst das Tor auf und ich fahr rauf. Ich kann das Tor auch machen. Aber hier vorne sind gleich welche. Der kommt schon, der eine kommt schon, pass auf. Achso, siehst du ja. Ah, du hast geschossen. Jetzt geht's los. Zwei, kommt mal alle her hier. Tor dich aufgemacht, ne? Hast du gesehen? Ja. Ist er bei dir? Keine Ahnung. Jetzt hier gehen mehr. Nee. Sieht doch gut jetzt aus. Irgendwie noch irgendwie eingehört, aber. Kommst du dann Zelt irgendwie wieder ran? Nee, ne? Das probieren wir ja jetzt mit dem zweiten Draht, den wir haben. Dann mach mal und ich lauf hier mal durch. Ja, okay, dann lass. Ich muss nämlich den Draht aus dem Auto holen. Achso. Schönen guten Tag! Denk daran, bei der Innenwand hier nicht davor laufen, ne? Weil da liegt ja noch die Mine eventuell. Ach ja, ja. Campingkocher braucht man nicht. Campingkocher weg. Ich hab den noch mitgenommen. Ne, da liegt er noch. Okay. Lul. Teilblech. Schade. Fuck. Warum geht das nicht? Kann das sein, weil das zu nah am Zelt steht, dass das nicht funktioniert? Weil es vielleicht in Richtung Zelt aufgehen würde? Soll ich mal mit dem Auto gegenfahren? Das ist einfach so. Ah, hier liegt ein richtiger Vorschlaghammer. Ah, den hast du, glaube ich, schon. Nö, ich hab den nicht. Gelb? Ich hab keinen Vorschlaghammer. Wurde, liegt da drin? Gerade gleich gegenüber vom Zelt. Ja, ich weiß, ich hab das Ding gesehen. Würde ich auch hier reinpacken wollen. Ich kann halt nichts mehr ranbauen oder so. Normalerweise müsste das so schon funktionieren. Boah, doch einfach ab. Ja, würde ich sofort machen. Vor allem jetzt, aber sowieso passend drin. Noch mal googeln, wie man Wände kaputt machen kann. Einfach so. Einfach rangehen und kaputt machen. Konnte ich letztes Mal auch. Vielleicht, weil der schon länger steht, dass es deswegen nicht mehr geht. Das ist kaputt machen wahrscheinlich nur so zum. Ich baue es doch nochmal um, ist, ne? Mhm. Gut, naja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ich mich gebe, dann auch umtreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.